Was geht, Jeremy? Welcome back, Boys, zu einer neuen Folge. Heute haben wir, ich habe absolut keine Ahnung, welchen Tag wir haben, aber ich weiß, wir haben Rücken und wir haben ein Problem. Nämlich ist das Gym momentan im Umbau. Das heißt, ungefähr 80% der Maschinen können wir nicht benutzen. Und das ist, wie man sich schon denken hätte können, suboptimal. Aber wir machen das Beste draus und holen trotzdem ein richtig geiles Training bei raus. Und ja, wir müssen zuerst mal auschecken, was für Maschinen überhaupt neu hier sind und wie wir möglichst gut die Maschinen, die wir eigentlich machen würden, trotzdem machen können, einfach andere Maschinen so abgeändert, aber dass wir ungefähr die gleichen Muskelgruppen ungefähr trainieren. Also da, wo Beine wären, machen wir einfach Bizeps. Das ist, glaube ich, die beste Idee. So. Ja. Also Leute, guckt euch das an. Hier ist zu. Zu, alles. Das ist ein bisschen crazy. Also, anstatt eine Hammer Strength mit Back Row, machen wir das gleiche hier einfach am Kabel. Also wir probieren die Übung so wie zu simulieren, einfach mit dem Kabel. Normalerweise hätten wir zwar Chest Supporter, das können wir hier nicht nachmachen, aber wir haben so und ziehen ihn in den mittleren Rücken rein. Das gleiche machen wir hiermit. Stützen uns mit den Beinen ab, statt mit der Brust. Da haben wir nicht so viel Stabilität, aber scheißegal, das ist das nächste, wie wir rankommen. Und das ist auch wirklich gut. Wir haben hier einen super tollen Billo Techno Gym Griff, der mich auch ein bisschen anscheißt, aber man kann dran ziehen und das beansprucht den Rücken und eigentlich ist die Übung gut, Digga. Es ist nicht genau das, was wir eigentlich hätten und man soll seinen Plan eigentlich möglichst, soll seinen Plan nicht nur eigentlich, man soll seinen Plan genau verfolgen, aber wenn es nicht geht, dann das Beste draus machen und nicht mein Gym ist im Bau beißen, sind die alle Übungen da und jetzt trainiere ich gar nicht. Das wäre beschissen. Also. Randa. High Rows sind schon schwerer auf jeden Fall. Was wir aber hier machen, weil es einfach keine andere Maschine nur ansatzweise wie eine High Row ist, hier gibt, abgesehen von der High Row, die es jetzt im Moment nicht gibt, offensichtlicherweise, machen wir hier was mit dem Kabel. Einfach so, wir haben das Kabel hier oben eingestellt, wir halten uns hier fest und simulieren so wie die Bewegung, also machen eigentlich die gleiche Bewegung, wie wir sonst machen. Einfach einarmig, nicht stabilisiert und so. Also, ja, auf Deutsch gesagt, habe ich einfach rumgeguckt, was kann man machen und was ähnelt der Bewegung, die wir machen wollen, am ehesten. Und das ist das hier. Ich habe keine Ahnung, wie viel Gewicht wir hier benutzen. Wir machen mal 21 Kilo, weil man kann hier natürlich nicht so viel machen, weil es nicht stabilisiert ist oder irgendwas. Daher gucken wir mal, wie das ist. Aber beim Aufwärmen, was ich natürlich jetzt schon ein bisschen gemacht habe, wie fühlt sich zusammen, blablabla, hat sich eigentlich sogar sehr gut angefühlt. Also ich gehe mit einem guten Gefühl rein. Okay, also hier ist es, hier nochmal kurz eine Side-Note, unser Ziel ist jetzt natürlich nicht, das Ganze perfekt zu machen und es wird nicht so gut sein wie normales Training, wir können da nicht alles machen, weil die Faktoren sind anders, ganz viele Variablen sind halt nicht gleich, die wir eigentlich immer gleich haben wollen, sind jetzt so, das ist natürlich nicht gut, aber wir machen trotzdem das Beste, also wir halt trotzdem das Maximale raus, was wir rausholen können, weil was halten wir jetzt für Optionen, in irgendein anderes Gym gehen?
hatte ich keinen Bock. Und als erstes hatte ich darauf wirklich beim besten Willen keinen Bock. Es wäre verfickt teuer, weil die Gyms bei mir in der Nähe hast du mit dem Bus irgendwie 2 Stunden hin, daher müsste ich einen Uber nehmen und weil die beide wechseln, würde mich das gut Geld kosten. Und dann ist Gym-Eintritt nochmal 20, 30 Euro, egal welches Gym. Bei mir in der Schweiz, bei gewissen Zahlen so mehr jetzt, also 40 plus. Aber das hätte auch noch fett gekostet und die gleiche Maschine hätte ich dann trotzdem nicht gehabt. Also wie das geringe Übel sich aussuchen, ist auch noch eigentlich ziemlich wichtiges fürs Leben allgemein. Aber jetzt machen wir die andere Seite. Und dafür, um das genau gleich wie zu machen, damit wir hier nicht die eine Seite anders trainieren als die andere, gehen wir auf die andere Seite von diesem Stack und machen es von der Seite, weil es ist ja wie symmetrisch genau gleich jetzt. Pullovers. Ja, das ist etwas, das ist gut doch. Das ist doch gut, dass wir auch mal eine Übung haben, die nicht komplett beschissen nachzumachen ist. Denn die können wir praktisch genau gleich nachmachen. Ja, wir haben normalerweise einen bisschen gebogenen Griff und der ist gerade. Aber scheiß drauf, das ist eigentlich genau die gleiche Übung, die wir machen. Und ja, es ist auch an einem anderen Stack, aber Digga, da bin ich mit dieser Improvisationsübung zufrieden, weil es ist eigentlich genau das gleiche. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Okay, weiter geht's mit Step Back Rows. Die sind schon mal ein bisschen schwerer, aber wir haben hier eine Konstellation gefunden bei dem Kabelturm. Weil die Bewegung, die wir machen, ist ja einfach das hier.
Also wir probieren, wie gesagt, immer die gleiche Bewegung zu simulieren. Und hier würde ich sagen, machen wir das ziemlich gut. Wir wollen den Latt hier treffen in dieser Position. Okay, scheiße, ist klar, aber ich muss die Scheiße jetzt machen. Okay. Auch wenn diese Übung irgendwie behindert aussieht oder beschissen oder der Bewegungsradius ist, ja, sie sieht irgendwie komisch aus, bin ich euch ganz ehrlich, das ist so. Aber sie fühlt sich trotzdem sehr gut an und ist eine gute Ergänzung zu anderen Übungen, weil bei der ist man wirklich in der Position so. In so einer Position ist man bei allen Übungen gar nicht. Und daher ist das wirklich geil. Das ist wirklich geil, so als Abwechslung oder als extra Reiz, den man setzt für den Latissimus. Hier sind wir. Also erstes Mal vorweg, Leute, wir gehen ein bisschen zurück, damit wir perfekt im Licht drin sind, weil das brauchen wir auf jeden Fall. Und was ich sagen wollte ist, Digga, ich bin komplett tot, hab keine Energie, hab gar nichts mehr übrig. Was mir aber jetzt noch eingefallen ist, was ich machen sollte, ist, mir einen Uber nach Hause bestellen, weil sonst warte ich wieder 20 Minuten. Funktioniert die Scheiße? Nein, funktioniert nicht, Digga. Perfekt, Kuss für gar nichts. Meine Fresse, ich hab wirklich... Hey, Moment, ich sag's euch ganz ehrlich, ich muss euch da ganz ehrlich sein. Es ist eine Kombination aus mehreren Sachen. Hauptteil davon ist, dass meine Kalorien im Moment ziemlich tief sind. Und ich, ja, deswegen ziemlich kein Bock zu 90% der Fälle aufs Training habe, was ich eigentlich praktisch noch extrem selten oder noch nie hatte. Das ist wirklich im Moment so, wenn ich merke, ich gehe, Training ist, es ist für mich keine Option, das Training zu skippen. Aber mir kommt so ein Kind, jetzt muss ich dann ins Training gehen. Was eine Scheiße. Und sonst war es eigentlich immer so, yay, endlich Training, ich habe richtig Bock drauf. Im Moment wirklich nicht, ich hoffe, das kommt nicht zu stark rüber, da ich keinen Bock habe. Ich kann die Videos noch einigermaßen geil für euch machen, aber ich habe eigentlich nie Bock aufs Training in letzter Zeit. Und die Trainings selber sind auch wirklich schon, man merkt es halt sehr stark, dass die Kalorien tiefer sind, Kohlenhydrate tiefer sind, schlechter. Aber dafür sind wir heute schon aufgebläht, sodass die Physik nicht mehr gut aussieht. Geil. Vor allem hier unten, seht ihr, wenn ich auch ein bisschen anspanne, so dieser untere Bereich, das ist richtig so aufgeblähtes Dicker. Was ne Scheiße. Okay, Posing gibt's trotzdem. Arme sehen gut aus. Naja, wir müssen den Trick machen. Wir sind immer noch zu fett dafür, dass die Physik gut aussieht, wenn wir unseren Trick mit der Hose... Ihr kennt ihn, Leute, ihr kennt ihn.
sind immer noch zu fett dafür, dass wir gut aussehen ohne den Trick. Also machen wir den Trick. Hö. Ja, ey, ich auf nächstes Training meine Energy Levels ein bisschen hoch zu pushen. Aber man lieben, was halt geil ist, Physik verbessert sich schon. Ne? Also es ist halt wirklich, Physik verbessert sich halt auch wirklich. Ja, das Gefühl, dieser Last Spread sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Don't be tips. Okay. Ja, das war es eigentlich mit dem Posing, noch im Most Muscular. Können wir reinhauen. Ich habe Hunger. Ich habe wirklich Hunger. Aber genau das wollte ich nur sagen. Ich habe heute als Pre-Workout-Meal mal was anderes ausprobiert. Nämlich viele Früchte. Viel Glucose somit auch, Fruchtzucker. Und ja, ich habe nämlich einen Kilo, wie heißen die Dinger? Pflaumen oder so heißen die, glaube ich. Und einen Apfel gegessen. Das sind, was ist das? Lass mich mal kurz nachgucken, weil ich keine Scheiße hier laber. Meine Tracking-App. Das sind 560 Kalorien. 120 Gramm Kohlenhydrate. Ich habe mir gedacht, ey, ich mach das mal. Dann wird das Training vielleicht geil, weil mein Training ist in letzter Zeit nicht so gut. Hat nicht geklappt. Let's go. Ich habe nur meine ganzen Kohlenhydrate verbraucht. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich heute praktisch keine Kohlenhydrate mehr, was mich noch mehr anscheißt. Naja. Egal, das war's mit mir. Bis morgen. Nee, morgen ist Rest Day. Alter, endlich. Ich freue mich auf Rest Day. Soweit ist es gekommen. Naja, bis übermorgen. Haut rein. Peace out.